willkommen zurück zu einem neuen Make-up Your Mint Video. Heute wird es physikalisch. Ich bin auch schon ganz gespannt, wo wir heute hinkommen. Wir sitzen hier aus Urwald. Wo sind wir? Ich bitte um einen Rundgang. Ah, Wasser. Wir sind definitiv in einem Schwimmbad. Also wird es heute nass. Geil. So, einmal eine Runde herum. Hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Wo sind die Pommes? Ja, die gibt es nachher. Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf. Wie viele Treppen denn noch? Okay, wir gehen hoch. Das heißt, Antjes, ja, da war schon die erste. Wir gehen rutschen. Und los. Wie, es geht noch nicht los. Erst was verringert die Reibung auf einer Wasserrutsche. Badeanzug, Wasser, Gefälle. Na, das Wasser natürlich. So, jetzt will ich aber hier ran. Ran an den Speck. Geht nicht. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ich will rutschen. Okay, jetzt die Rutsche von außen. Hat jeder schon mal gesehen. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Okay, die zeichnen mir jetzt ein Dreieck ein. Aha. Ah, alles klar. Das Gefälle. Abhängig von der Länge und der Höhe. Höhe haben wir ja gemerkt. Ich musste 15.000 Treppenstufen hoch. 20% Gefälle ist gleich Höhe durch Länge mal 100. Okay, so schwer ist es gar nicht, das kriegt man. Ja, so kann ich mir das Ganze besser vorstellen. Habe ich begriffen, jetzt will ich aber. Wie? Immer noch nicht. Okay, wieder das Dreieck. Lassen wir uns mal überraschen. Yay, das wäre ich, wenn ich jetzt in der Rutsche wäre, aber leider sitze ich immer noch davor. Gut, die Kräfte. Ja, natürlich, die Kräfte. Meine Masse spielt ja eine Rolle. Normalkraft, Armtriebskraft, Geschwindigkeitskraft. Gut. Die klicke ich mir jetzt da rein. Gut, Gewichtskraft, klar. Zum Erdmittelpunkt. Na, komm. Ja, jetzt aber hier zum Erdmittelpunkt. Da zieht es mich hin. Dann nehmen wir uns jetzt die Hangabtriebskraft. Die ist ganz wichtig. Ich will ja runterkommen. Und ja, die Normalkraft. Gut, die spielt ja auch immer eine Rolle. Aber jetzt, das sieht doch gut aus. Dritter Balken voll. Jetzt darf ich aber. Lust jetzt, ich will jetzt. Okay, Geschwindigkeit gebe ich zu, spielt auch eine Rolle, ansonsten haben wir ja keinen Spaß. Da bin ich wieder. Hey, meine Masse. Gut, da sind meine Kräfte. Erfrutschen. Ah, das kriege ich hin. Ist gleich Hangabtrieb minus Reibung. So, sieht doch gut aus. Was werden die jetzt schon wieder Kräfte? Oh. Okay, Hilfe bitte. Ah, ach ja, genau. Masse, meine Beschleunigung. Gut. Ah, ist gleich. Gut, ich habe das Ganze umgestellt. Jetzt S, ein halber A mal T. Brauche ich das T noch, das ist wichtig. T, Wurzel aus, bla bla blub. So, sieht gut aus. Ein bisschen Mathe kann ich doch. Und da habe ich meine Geschwindigkeit. Das ist gleich Beschleunigung mal die Zeit. So, wieso blinken wir jetzt? Jetzt bin ich aber neugierig. Oh, wie, wir rutschen zu dritt. Also bis jetzt bin ich alleine. Ah, in welcher Position verringerst du den Luftwiderstand? Sitzend, rückwärts? Nee, okay. Der Luftwiderstand. Erfahrungsgemäß hinlegen. Logisch, oder? So, du kommst auch weg und ich gehe drunter durch. Yay! Kann ich jetzt bitte das Trockenrutschen bleiben lassen? Ja, alle Balken, so vor ich darf. Okay, auf geht's und wuhu! Yay! Das Ganze muss noch schneller gehen. Wie schnell? Oh, oh, ja! Oh! Blubber, blubber, blubber. Okay, ich weiß nicht, was ihr jetzt noch macht. Ich gehe jetzt nochmal die 1000 Treppen hoch, weil ich bestimmt noch 15.000 Mal rutschen will. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Treppen ich da gegangen bin. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß noch. Bis bald.